Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aachen Karrieremodus in EAFC. Wir sind wieder am Start, spielen als nächstes gegen Hannover 96 auf der 11 in dieser Folge. Und ich würde sagen, das Ganze übergeben wir direkt mal in die wundervollen Hände der Simulation. Wir rotieren ein bisschen durch, was Ausdauer angeht. Ich glaube, Mansambi sollte wirklich fast jedes Spiel machen, wenn wir wollen, dass der gute Bruder hochgeht. Auri ist auch nochmal eins hochgegangen, das ist auch ganz nett. Vielleicht ihn auch nochmal rein für Hanse Arönen, Ionen im Tor, Klassiker. Ansonsten Max Mörstedt vielleicht mal neben Iran Kunda, der hoffentlich die Simulation zieht. Und ansonsten sieht das Ganze ziemlich, ziemlich gut aus. Wir müssen natürlich auch Deal nochmal die Chance geben. Das werden wir aber bei Zeiten tun. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal rein, bevor wir so richtig reinschalten in die Folge und schauen, was gegen Hannover so geht. Ansonsten, wir verlieren. Vogelsammer, Nielsen, aber Aurier und Iran Kunda treffen auf unserer Seite. Aktuell läuft es ganz gut, wenn man ehrlich ist. In der letzten Folge habe ich gameplay-technisch, glaube ich, ganz gut abgeliefert. Wir spielen gegen den FCK als nächstes. Aber wenn die Idee, das mal selber zu spielen, mal ein bisschen testen, was da so geht gegen eins der Top-Teams der Liga. Ich glaube, die sind aktuell auf der 3. Wir sind auf der 7. Kriegen nochmal ein Rollen-Update für Maxi Mörstedt, der Stoßstrom-Profi, Knipser-Profi 2 lernt, der sich ganz gut entwickelt. 12 Wochen braucht der gute Mann, das nächste Mal hochzugehen. Ich glaube, wir trainieren auch gerade das Richtige, weil da sein Sprinttempo nach oben geht. Das wollen wir natürlich sehen. Wie gesagt, ihr kennt das, Kommentare der letzten Folge habe ich noch nicht gelesen. Ne? Selbes Trikot, heißt selbe Aufnahmesession und selber Tag. Dementsprechend schwierig. Wir machen wieder Baka Tukanda rein. Wir gehen mit Bulut. Wir machen vorne Deal und Maxi rein. Ansonsten spielen wir mit Mansambi und Heulund, würde ich sagen, in der Mitte. Und auf links probiere ich mal Harry MS von Anfang an aus. Pantea mittlerweile bester Spieler des Teams, abseits von Biawak und Iran Kunda, der natürlich offensichtlich da drüber ist, aber der ist ja nur geliehen. Wie gesagt, schreibt weiterhin gerne unten in die Kommentare, ob ihr wollt, dass wir Iran Kunda behalten oder verkaufen, weil er einfach zu, oder was heißt, oder einfach nicht holen, weil er einfach zu gut ist. Und der Bull hat auch nochmal eins hochgegangen, also die Boys ziehen langsam nach. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen einfach mal rein, ohne viel länger zu quatschen. Auf geht's. Okay, auf geht's. Wir spielen zu Hause im Tivoli, heißt eigentlich, aufgrund unseres Homegrounds, ist das ein Spiel, was man zumindest unentschieden spielen kann. Ich meine, auf der anderen Seite ist es der Tabellendritte und damit würden wir eventuell sogar nochmal oben ranrutschen. Wir sollten auch gleich mal nach dem Spiel, bisschen laut der Sound, mal auf die Tabelle schauen. Mich da schon interessiert, wo wir da aktuell zu finden sind. Stell auf Panthea, der macht das gut, aber bleibt hängen gegen Haas. Schön, wieder ist Heulund da, der macht das echt gut in den ersten Minuten. Aber wir bleiben erstmal ein bisschen bodenständig. Mörstedt. Schön gespielt. Max Mörstedt hat an seinem Dribbling gearbeitet im Training. Den Ball nochmal wieder. Könnte sogar nochmal weiterlegen. Und Deal, den musst du machen. Ich habe sofort Kreis gedrückt. Egal, wir bleiben in der Situation drin. Vielleicht will ich auch manchmal zu sehr die Tore einfach mit Maxi machen, weil ich mir denke, vielleicht geht er da ein bisschen besser hoch. Ich habe auch gerade eben mal geschaut, was so seine Spiel-EP und seine Form angeht, das ist alles gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Das liegt natürlich auch daran, dass er jetzt das ein oder andere Mal getroffen hat. Ich weiß nicht, warum er den Ball da annehmen kann, Ragnar Ache. Aber Heoyol ist da. Max. Heulund auf Panthea. Panthea, ja, die Idee war gut. Aber aus dem Rücken immer schwer. Aber unser Ausverteidiger ausgetanzt. Bleiben dran, machen das gut. Ja, so, genau so muss man das verteidigen. Man darf sie ja nur nicht in den Strafraum kommen lassen. Irgendwann kommst du dann halt an den Ball. Harry Amass, zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Ja, Justin Deal tankt sich da eigentlich gut vorbei. Holt sich auch nochmal den Ball. Justin. Okay. Das war auf jeden Fall ein Frustfoul. Ich weiß nicht, was es da für eine Farbe von Karte gibt. Zimmer bekommt die gelbe. Wir versuchen mal auf Max zu flanken. Kommt sogar an, ist auch grün getimed, aber steigt nicht hoch genug. Oh, Deal. Verfolgt da. Wer liegt da? Da liegt Max Mörstedt. Maxi, steh auf. Maxi hat sich verletzt und macht den Ball nicht rein. Da wollte ich zu sehr sweaten. Ja, wir müssen Max auf jeden Fall gleich rausnehmen. Das ist natürlich bitter, gerade jetzt in der Form seines Lebens. Da irgendwie. Aber er kann weitermachen, also eine richtig schwere Verletzung kann es eigentlich nicht sein. Sind wir eigentlich im DFB-Pokal noch drin? Ich verliere da mal komplett den Überblick, wenn ich dann so mal ein paar Tage nicht gespielt habe. Ich glaube, wir sind. Ne, wir sind ausgeschieden. Stimmt. Ich erinnere mich. Wir waren ausgeschieden. Ball gespielt. Abseits? Oder was?
Kam Max aus dem Abseits? Niemals. Die Ballmitnahme, Max Mörstedt. Mach ihn. An den Pfosten. Das war aber auch nicht grün geteilt, sondern gelb. Also vielleicht mein Fehler. Leider hat sich nochmal sein Türchen abholen können. So steht es 0-0 weiterhin zur Pause. Wir werden auf jeden Fall Max Mörstedt rausnehmen. Für ihn kommt dann Bartosz Białek vorne drin. Neben Justin Deal. Ansonsten lassen wir erstmal alles gleich. Ach Mann, ey, das wäre stark gewesen. Er hätte im dritten Spiel in Folge getroffen. Ohne Grund, MS gewinnt das Kopfballduell. Schön gemacht. Aber Iran, nee. Deal kam aus dem Abseits. Trotzdem hat auch schon gelb. Wir können eigentlich mehr über die linke Seite gehen. Guck mal, jetzt werden auch Frauentransfers oben links angekündigt. Also aus anderen Ligen natürlich. Ist auch sehr cool. Białek. Auf außen. Deal ist nicht im Abseits. Was ein Turn von Justin Deal. Mach ihn. Oh, der Abschluss. Es scheitert am Abschluss, Leute. Der kann schon rein. Wirklich, der kann rein. Gutes Pressing. Schnüren die richtig hin. Nein, aber man kann ja auch nicht immer pressen. Das R1 geht ja irgendwann weg. Der Ball war im Aus. Also sehr, sehr nervös von Lautern. Panther. Den Ball, aber findet nicht seinen Abnehmer. Und wieder Justin Deal. Der gefällt mir auch gut. Sehr, sehr wendig, der Junge. Białek winkt. Da kriegt den aber nicht. Mann, Sambi holt sich auch mal die gelbe Karte ab. Der müsste auch immer mal gesperrt sein. Also der hat wirklich schon sehr, sehr oft sehr krass zugelangt. Aber eine rote hat er, glaube ich, noch nicht kassiert. Ich glaube nicht. Gut, wieder Harry M.S. scheint in der Luft eigentlich ziemlich nice zu sein. Deal mit der 1. Auf durch Justin. Ein Abseits. Aber der Ball auf Białek. Hat er noch. Ah, schade. Aber die wollen auch gar nicht so richtig nach vorne. Die spielen immer wieder die Bälle auch zurück. Schön. Hansa Adönen. Deal. Białek. Jörg wartet. Die läuft durch. Wieder die Mitnahme. Nein. Ihm fehlt halt der Körper, ne? Also ihm fehlt halt noch so ein bisschen, wenn er auch so ein bisschen bulliger wäre. Ich meine, er ist natürlich nicht der Größte, das ist auch okay. Aber einfach noch so ein bisschen mehr Stärke aufbauen. Aber ich will trotzdem eigentlich lieber den Abschluss bei ihm trainieren. Weil wenn er in die Situation kommt, was er ja oft genug tut, dann ist der halt irgendwie manchmal Käse. Ich glaube, wir kriegen gar nicht mehr die Möglichkeit... Ich habe eins aus Versehen gedrückt bei der Grätsche. Gar nicht mehr die Möglichkeit zu wechseln. Den haben wir nochmal. Ey, seit ich gesagt habe, wir müssen eigentlich mal wechseln, weil der Ball nicht einmal mehr draußen. Eine lange Passstaffette. Und so geht das Ganze 0-0 aus. Relativ highlightarmes Spiel, für euch wahrscheinlich nicht viel zu sehen. Trotzdem gegen den Tabellendritten ein 0-0, das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann haben wir den FCI, das ist dann wieder was für die Simulation. Ich glaube, wie gesagt, wir werden relativ viel jetzt die Simulation ranlassen, damit wir auch schon in der nächsten Folge dann wieder ein paar Transfers machen können. Das wäre vielleicht so die Idee. Müssen wir mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Wir können nochmal kurz in unsere Nachrichten schauen. Mansambi freut sich, Edchen freut sich auch, Heoyul freut sich auch, dass er die ganze Zeit spielt. Ich glaube, es ist schlau, die Nachrichten ab und zu beantworten, damit sich unsere Leute auch konstant moralisch wohlfühlen. Wir spielen, wie gesagt, als nächstes gegen Ingolstadt, sind aktuell auf der 7. Wir gucken einfach mal auf die Tabelle zwischendurch. Also, ich sag mal, der direkte Aufstieg ist auf jeden Fall gone, aber so die Aufstiegs-Playoffs sind noch in Reichweite. Am Ende wird es wahrscheinlich da nicht reichen und das ist auch total in Ordnung. Vielleicht, wenn wir nochmal gegen einen direkten Konkurrenten spielen, dann machen wir das Ganze einfach selber. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen durchrotieren. Iran Kunda spielt da auf jeden Fall. Mörschel ist verletzt, da sollten wir mal gucken, was er überhaupt hat, ne? Das haben wir gar nicht geschaut. Ich hoffe, nichts allzu lang ist. 3 Monate. Warum? Mit einem gebrochenen C kannst du nicht weiterspielen. Ach, Maxi, ey, mit dir, es ist wirklich, wirklich schwierig. Diese Verletzungen werfen einen halt so krass zurück, das ist wirklich, wirklich crazy. Naja, wie gesagt, Maxi ist dann nicht mit dabei. Wir nominieren dann Kevin Goden für ihn nach. Unser Sturmduo ist dann die Leran Kunda für dieses Spiel. Wir packen nochmal Aurier rein. Ups, nee, nicht Heinz. Obwohl, Heinz kann auch die 10. Machen wir wieder Heinz, können wir erstmal wieder Heinz spielen. Heinz kann auch die 10. Ich habe auch eben Heide nicht reingemacht, als ich gespielt habe, machen wir Heide jetzt rein. Dann haben wir die Dreierkette, die ist, glaube ich, okay. Panthea rechts, Chanulo links. Und dann nochmal, machen wir mal Jeo Wädchen eine Runde. Und dann das Ganze schnell gegen Ingolstadt 3-1. Deal Iran Kunda, Iran Kunda. Der Typ ist halt einfach ein Cheatcode, ne? Also,
Wenn der uns jetzt wirklich noch in Richtung Relegation kickt, das wäre wild. Wir sind aktuell auf der 3. Ja, vielleicht gehen wir noch runter, weil die anderen noch nicht gespielt haben. Spielen wir nämlich gegen Kiel. Als ob wir jetzt nochmal einen Push machen für Relegation. Kiel ist 12. Ne, wir sind wieder 6. Kiel ist 12. Die anderen ziehen halt immer wieder nach, ne? Wir rotieren wieder durch, machen Deal und Białek mal von Anfang an. Oliveira spielt auch mal statt Çalhanoğlu Ionen mit Heide. Dann haben wir nochmal Højlund, Mansambi im Mittelfeld. Auri hat eben gespielt, dann spielt jetzt wieder Hanse Aadönen, dass wir einfach so eine gute Rotation am Start haben. Bakatu kann da mal für Itter und das sollte dann eigentlich auch mindestens unentschieden. Ah, okay, Matanovic trifft, Itter trifft, Deal trifft und Gigovic. Also Kida Grundgerüst noch am Start mit Gigovic unter anderem. Dann haben wir Braunschweig. Also das müssen wir gewinnen. Pantea mittlerweile auch bei der rumänischen Nationalmannschaft am Start. Glückwunsch. Wie er mit Vornamen heißt. Und eine Nachricht von unserer Vereinslegende Anton Heinz, die gucken wir uns natürlich auch mal gerade an, bevor es dann in Richtung Braunschweig geht. Die sind halt Tabellenletzter, ne? Also da können wir wirklich krass durchrotieren. Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, werde ich über meine Zukunft hier nachdenken. Ja, sorry Anton, Alter. Ich lass dich ja spielen. Nächstes Spiel kannst du Stamm spielen von mir aus. Gegen den Tabellen 18. Da werden wir auf durchrotieren. Wählchen auf die 72. Wir machen Heinz auf die 10. Wir machen mal Kevin Godin neben Justin Deal, der auch die 72 knackt. Harry Ames auf Linksverteidiger. Mansambi Yeo. Machen wir nochmal unsere alte Doppel-6. Also da können wir wirklich ordentlich durchrotieren. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt nicht mehr so viel selber spiele, dann müssen wir auch in der Simulation rotieren, damit halt alle Spielzeit bekommen. Weil das Problem ist zum Beispiel, wenn wir jetzt ihren Kunden nicht holen, dann wird er natürlich auch den Platz wegnehmen von anderen Leuten. Wie zum Beispiel einem Deal, der ja auch ganz gut eigentlich hochgeht. Deswegen ist das, glaube ich, die Elf, mit der wir reingehen gegen den Tabellenletzten. Machen nochmal wieder Heide ins Tor. Abwechselnd mit Ionen. Wollte ein Sieg sein gegen den 18. Es ist ein Sieg. Godin trifft in der 82. Nachdem wir zurücklagen und Ult Schick einen Elfmeter verschießt. Haben wir uns also nochmal ein bisschen gerettet. Dann geht es gegen den KSC. Wann kommt denn nochmal so ein Team von den ganz oberen Leuten? Wir haben jetzt auch schon April langsam. In der Tabelle haben wir uns auf den 4. Platz gemausert. Aber 5 Punkte rück schon auf Hannover. Die haben wir allerdings auch schon gespielt. Wenn wir nochmal gegen Hannover spielen würden, das wäre natürlich das absolute Top. Spiel. Das ist eigentlich auch ein Spiel für die Simulation. Wir machen mal Deal und Iran Kunda. Das sind Białek auf der Bank, Auria auf der 10. Mansambi muss spielen. Mansambi braucht die XP. Auf geht's, rein geht's. KSC Simulation 2-2. Zivatze in der 89. Minute, aber auch in der 11. Auria Doppelpack, also hat sich gelohnt, den dort in die Startelf zu packen. Aber so die Ergebnisse der Simulation sind in Ordnung. Wir spielen HSV. Und das wird selber gespielt. Das sind die Big Points, Leute. Der Hamburger Sportverein auf der 1. Ich glaube, die sind wahrscheinlich schon relativ safe aufgestiegen, so kurz vor Ende der Saison. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Wir sind aktuell 5. Heidenheim haben uns vorbeigezogen. Hannover 4 Punkte vor uns. Der HSV mit 57 auf der 1 marschiert vorneweg. Er hat sein Spiel verloren. Lass uns zusammen das hinbekommen, dass das jetzt das zweite wird, was die verlieren. Und auch dort wieder ist die Frage, wie wir spielen. Also für mich spielt halt Deal. Ich mach mal Deal hier an Kunde. Hanse Aronen dahinter, Højlund und Mansambi auf der 6. Ich möchte Harry Ames links haben. Der hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, Bakatukanda kann auch rein. Statt Oko. Ich glaube, wir spielen wieder mit Itza. Ne, wir spielen mit Bulut. Bulut muss auch spielen. Und dann sieht das Ganze wundervoll aus. Deal Iran Kunda haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt. Gegen den HSV auswärts im Volksparkstadion. Rein geht's. Auf geht's, Leute. Wir in unseren schmucken gelben Trikots. Bulut packt erstmal direkt die Grätsche aus. Was ein Ball. In die Spitze. Also vom Vibe her, es geht direkt los. Hat das wieder so ein Vibe wie das 4-0 gegen Schalke oder so. Oder gegen Elversberg. Der Hamburger SV presst direkt sehr hoch, will uns an die Wäsche. Aber wir haben zwei Schnelle in Iran Kunda und Justin Deal. Schöner Ball. Kicken wir den? Nee, es ist leider mal wieder nass. War ich ein Ex-HSVler im Kader? Oliveira war kam vom HSV, ne? Der spielt gar nicht. Da hätte ich mal lieber ihn auf die Außen packen müssen. Oh, schade, wir sind so knapp immer am Ball, aber wir kommen nicht dran. Da ist viel Platz. Jujul. Machen, was sie wollen, ne? Lukanda packt die Grätsche aus. Macht der da mit mir? Muss Mansambi dazukommen. Hey. War abgeprallt. Einfach abgeprallt. Schön jetzt vielleicht mal. Ja, wir sind halt eher die Kontermannschaft. Ne, Iran Kunda. Schöner Ball im richtigen Moment auf Deal. Und wieder ist es der Rasen, der uns ein Schnippchen schlägt. Mansambi wieder mit der gelben Karte. Ach, faul. Wir können ja auch überlegen, ob wir versuchen, Iran Kunda dann später nochmal zu holen. Oder vielleicht nochmal zu leihen oder so. Aber es ist auch irgendwie witzlos dann. Also in-game fühlt er sich schon sehr, sehr cool an. Und ich würde auch gerne mit ihm dann bis zum Champions-League-Finale, das ist ja das hochgelobte Ziel der Karriere, weiterspielen. Aber halt vielleicht nicht realistisch. Also so, wie gesagt, das haben auch viele diskutiert in den Kommentaren über
Realismus in der Karriere, für mich ist das so ein Mittelding. Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht jemanden holen, der irgendwie von den freien Spielern kommt, der eine 80 hat. Das würde sich irgendwie einfach nicht richtig anfühlen, aber ich finde trotzdem, irgendwo machst du ja eine Karriere, weil es dir halt Spaß macht und Iran Kunda macht halt einfach Spaß. Ne? Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Mansambi packt man, glaube ich, zur Pause dann raus, für Gio jetzt noch nicht. Oh, Iran Kunda. Der Abschluss ist auch gut. Der Abschluss ist stabil. Ich habe wieder nicht gejubelt. Es tut mir leid, Leute. Bitte nicht ausrasten in den Kommentaren. Alles easy. Aber ich wollte gucken, ob wir nochmal querlegen können. Für Justin Deal wieder Iran Kunda. Der will offensichtlich beim Feind bleiben, der Junge. Hanse Aronen. Schade. HSV bricht durch. Agatukanda kompromisslos. Ah, die kurze Ecke schlägt fehl und hinten ist alles frei. Was ist denn Deal? Den kriegt er aber nicht angenommen. Ich habe durchgedrückt leider. Also was ist leider? Ich habe es versucht. Schön verteidigt. Elias Bakatukanda. Sehr, sehr stark. Ah, schöner Ball. Iran Kunda. Natürlich hast du jetzt in der Mitte halt keinen, der Abnehmer sein kann. Justin Deal, der 1-Dribbling. Justin Deal. Justin macht's auch gut. Der geht also immer ein bisschen unter. Neben Iran Kunda, aber er macht sehr, sehr stark. Und damit gehen wir dann auch in die Pause mit einem 2-0 gegen den Tabellenführer. Sehr, sehr stark. Der Ball rollt halt wirklich total eklig. Ne? Schön gemacht von Ferrei. Wir machen hier den Passweg zu. Und dann Heoyol im richtigen Moment zustechen. Heide ist da. Noch nicht geklärt, aber da ist Mansambi. Jetzt vielleicht der HSV mit viel Tempo nach vorne. Mansambi ist da. Mansambi hat den Ball gleich doppelt. Hier gut gemacht. Genau dafür ist er da. Der geht in Richtung Iran Kunda. Er mit der 1-Dribbling und dem Abschluss, aber Heuer Fernandes ist schnell genug und nimmt den Nachpacken. Sich den zu sichern. Agatukanda ist wieder da. Weil ist das unfair. Und so gibt es den Freistoß, der direkt gemacht wird. Den haben wir nicht. Der war vielleicht ein bisschen gefährlich wegen Aufsätze, aber Heide hat auch schon echt oft zu Null gespielt, finde ich. Mittlerweile. Super Ball. Oh, schön. Iran Kunda. Powershot. Stark gehalten. Die sind halt echt auf viele Arten und Weisen gefährlich. Das ist echt ganz geil. Also bei Ecken haben wir halt große Leute. Wir haben vorne kleine, schnelle Leute. Boah. Ferrei. Gegen alle. Ferrei, aber am letzten bleibt er dann hängen. Und so gibt es den Konter. Iran Kunda läuft außenrum. Ja, der Pass von Deal. Nicht so doll. Machen wir jetzt mal Mansambi raus. Das einzige Problem bei Heoyol ist halt echt, dass der halt wirklich ausdauermäßig nicht gut am Start ist. Ich weiß auch nicht, ob man das trainieren kann. Bringen mal Wädchen und Hero auf jeden Fall in der Mitte. Bjauek kommt auch rein für Iran Kunda. Also ich muss sagen, unser Neuzugang auf der linken Seite, also Harry Massow, jetzt die ersten Minuten, gefällt er mir halt auch jetzt hier wieder. Sehr gut und auch echt besser als Verlaufig. Justin Deal. Oh, der ist vorbei. Gefällt mir auch echt besser als Çalhanoğlu und halt auch als Oliveira oder so. Also vielleicht dann für die nächste Saison sogar Stammlinksverteidiger. Der hat halt erst eine 67 natürlich, klar. Aber ich weiß auch nicht, warum wir jetzt so gut gegen den HSV performen. Ne? Also anfangs dachte ich erst, okay, das wird halt ein schwieriges Spiel. Auch da, der Ball ist wieder im Aus. Das ist einfach schlecht. Wollen wir nicht drüber reden. Hier wird da gefoult. Das ist dann der Freistoß aus einer guten Position. Wer hat denn die besten Freistoßwerte? Heinz tatsächlich. Alter, Heinz. Können wir mal im Außenriss probieren. Um die Mauer rum. Ob das klappt. Das war gar nicht schlecht, ey. Ja, Fernandes muss hin. Jetzt haben wir Oko am ersten Pfosten. Er kommt ganz gut, aber Fernandes packt zu. Ja, Laufweg. Und der Abschluss. Ja, wir holen uns die Abschlüsse. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Bulut. Schade. Vielleicht ist aber auch gerade unsere Form, die halt irgendwie
die KI ein bisschen schwächer werden lässt. Oder FIFA merkt vielleicht auch irgendwie, okay, wir haben halt ratingtechnisch mit das beste Team der Liga. Weil ich glaube, mit ihren Kunden und so. Auf jeden Fall. Weiß nicht, wie viele Goldspiele halt so Lautern oder so hat. Oh, schöner Ball. Da ist nochmal. Hau den Ball weg. Der HSV. Hier wählt hier auch die 72 mittlerweile. Schöner Pass. Ja, brauchst halt bei dem Wetter nicht probieren. Aber es ist okay, wir gewinnen 2-0 gegen die Tabellenführer, ne? Die irgendwie wirklich 15 Punkte nochmal vor uns sind oder so. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis von unserer Seite aus. Das muss man einfach sagen. Und vom HSV kam halt echt wenig zurück. 2-0. Und das auswärts auch noch. Dann haben wir als nächstes Heidenheim und wir können nochmal auf die Tabelle schauen. Dort sind wir auf Platz 4 aktuell. Ja, immer noch 4 Punkte weg von Hannover 96 bei noch 5 zu gehenden Partien. Ich weiß nicht, ob wir nochmal gegen sie spielen. Kann man das hier irgendwo, wo sieht man das denn nochmal? Wir spielen noch gegen Schalke, Elversberg und Pauli und Fürth. Also nicht nochmal Hannover. Schalke, Elversberg, Pauli, Fürth. Schalke ist halt auf der 2, das werden wir auch nochmal spielen. Wir gucken mal, wir gehen einfach rein gegen Heidenheim. Am Ende wird es vielleicht nicht reichen, das ist aber auch okay. Heyo-Yul bekommt mal seine wohlverdiente Pause. Für ihn startet dann Bulut, denke ich mal. Bakatukanda kann gerade auch nicht mehr. Deswegen bleibt der komplett draußen. Wir nehmen auch nochmal Oliveira mit und lassen dafür vielleicht Harry Mast zu Hause, der auch Ausdauerprobleme hat. Und spielen dann mit Chalanolo Oliveira. Heide ins Tor. Ion 1 hoch, Heide 1 hoch. Also die liefern sich echt ein spannendes Duell um die 1. Finde ich aber eigentlich ganz geil. Auf der 10 machen wir mal Aurier und vorne machen wir Justin Deal und Kevin Godin oder Heinz. Nee, Kevin Godin von Anfang an. Wohl Kevin Godens Vertrag läuft aus, der geht. Heinz bleibt, also Heinz in den Sturm und gehen so rein. Wichtiges Spiel für uns gegen den ersten FC Heidenheim. Okidokili, rein geht's in einer der wichtigsten Partien der Endphase der Saison. Direkt holt sich Heulund den Ball. Ich weiß gar nicht, haben wir mal einen Sambi? Wir haben mal einen Sambi vergessen, Leute. Dann kommt er später rein. Mein Boy. Einfach nicht drin gelassen. Hier wäre fast durchgelaufen. Mal gucken, ob wir unsere gute Form beibehalten können. Hinz ist auch relativ groß, ne? Ich meine, Deal ist natürlich auch klein. Da fällt das noch mehr auf. Bulut, schön das Kopfballduell gemacht. Heulund wieder mit dem Ball gewinnen. Ey, der ist gut. Der ist richtig, richtig gut. Da sehe ich, dass der sich langfristig etabliert. Wenn es bei Mansambi dann wirklich nicht klappt. Weil ich sag mal so, in anderthalb Jahren muss er die 70 haben. Ne? Weil nächstes Jahr um die Zeit sind wir wahrscheinlich schon aufgestiegen. Oder versuchen zumindest daran zu arbeiten, aufzusteigen. Weil wir dann in den letzten Zügen der Zweitligasaison sind. Und in der ersten Liga kannst du nicht mit einem Sechser auftauchen, der eine 65 hat. So, ne? Dann ist auch immer der Zug für ihn abgefahren, so gut er dann auch spielt. Vielleicht ist dann Heulund derjenige, der das übernimmt. Das wäre ja auch in Ordnung. Müssen wir dann mal schauen, wie der sich entwickelt. Und ich glaube, Kaufoption bei ihm war 3,5 Millionen. Die werden wir dann bestimmt haben, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nihü ist mittlerweile bei Heidenheim am Start, ist auch nicht schlecht. Langer Ball in Richtung Deal, der nimmt nochmal Heinz mit. Heinz in der Mitte ist Deal. Deal! Boah, das wäre es gewesen. Das wäre ein absolutes Zuckertor gewesen, Leute. Und wieder ist Heulund da. Aber schade, da hat er sich ein bisschen verdribbelt dann. Aber Heidenheim geht auf jeden Fall auf Ballbesitz. Also die haben keine Eile im Spiel nach vorne. Suchen fleißig die Lücken in unserer Abwehr, die sich aber emsig zusammenhält. Und da wäre fast der Ballgewinn gewesen. Also es ist wirklich für uns sehr, sehr frustrierend. Es erinnert mich so ein bisschen an so diese Ultimate-Team-Spieler, die die ganze Zeit den Ball zirkulieren. Finde ich persönlich nicht so schlimm, aber ist manchmal nervig. Jetzt haben wir mal die Chance. Und Don Heinz nimmt nochmal Kjell Wädchen mit. Mädchen lässt sein Gegenüber stehen. Wir machen es hinten rum. Da ist Justin Deal. Getimed. Der Ball landet bei Heinz. Geblockt. Und Riesengrätsche Anton Heinz. Wieder grün getimed. Und der ist dann drin. Weil der Keeper von des ersten FC Heidenheim sich komplett verladen lässt von dem geblockten Schuss. Das gilt auf jeden Fall Anton Heinz. Riesengrätsche hier. Dann der Abschluss und der landet dann bei Deal. Ich weiß gar nicht, wer bei Heidenheim zwischen den Pfosten steht, aber das war nicht gut gemacht. 1-0 führen wir. Wieder ist Heulund da. Schön. Schöner Pass auf Deal. Deal! Ah, die Volleys, Leute. Die Volleys. Ihr Wittchen bekommt nochmal Gelb im Nachgang. Eine riesen Chance auf das 2-0. Mädchen. Schön getimed. Schade. Mal die Ecke kurz vor der Pause. Ich weiß gar nicht, wer jetzt unser Itter ist, unser Schütze am ersten Pfosten. Ja.
Nochmal Heulund, der legt nochmal quer. Da ist Kevitchen, Kevitchen! Nehmen wir es nochmal auf Itter. Der ist tatsächlich nicht der allerbeste Kopfballschütze. Maurier, Versuch Nummer 2. Da ist Justin Diehl. Ist Bulut. Ja, und da gibt es dann den Pausenpfiff 1-0. Wir hätten durchaus mit 2-0 führen können. Bei der Anzahl der Chancen, die wir hatten. Also, da hätte auf jeden Fall was reingemusst. Rein geht's aber in Hälfte Nummer 2. Ich glaube, Kelvetchen und auch sein Gegenpart, Çalhanoğlu, lässt ihn da komplett stehen. Gehen gleich raus. Diehl. Läuft und läuft. Ah, schade. Den Gong haben die sich geholt, okay. Die Grätsche von Oko. Ich glaube, wir packen jetzt schon mal die Doppel-6 raus. Mansambi kommt für Heulund und Yeo für Kielwetchen, der gelb vorbelastet ist. Bulut geht auch raus für Baka Tukanda aufgrund von Ausdauerproblemen. Ich glaube, der mittlere Innenverteidiger hat halt immer mehr Ausdauerprobleme, weil der, glaube ich, Vorstopper ist in unserer Taktik. Daran könnte das irgendwie so ein bisschen liegen. Nicht, dass die schlechtere Ausdauer haben, sondern dass die einfach mehr laufen müssen, weil die immer wieder ins Mittelfeld gehen, um Bälle abzufangen. Da seht ihr. Baka Tukanda. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Hier hupt gerade jemand geisteskrank vor der vom Fenster. Junge, lass es. Nein, nein, mit einer Idee durch die Mitte. Aber die Mitte ist halt, eigentlich muss man mehr über außen kommen, weil die Mitte irgendwie bei uns so super dicht ist, weil wir 2 Achter/Sechser. Oh, das war interessant. 8er/6er haben. Und halt noch 3 Innenverteidiger. Mansambi. Ah, jetzt ist mal ein bisschen Platz dort. Dann müssen wir mit den Innenverteidigern rausrücken. Aber auch da, ne, ihr seht, Dorsch, da gibt es kein Durchkommen. Dann dreht man sich wieder um. Ne, wir laufen die halt dann immer an, weil wir da 3 Leute zur Verfügung haben. Ja, dann ist das vielleicht mal ein Foul. Und wieder zurück. Also es ist auch einfach auf taktischer Ebene. Boah, wahrscheinlich muss er jetzt echt zum Torwart zurückspielen. Ne, das ist jetzt gut gelöst. Ich habe halt auch das Gefühl, wenn man irgendwie zurückliegt, da muss man die theoretisch baiten. Also ich meine, wir liegen jetzt gerade nicht zurück. Aber wenn wir dann irgendwie gegen Atletico, Inter, weiß ich nicht, Teams, die auch immer eine gute Defensive haben, zurückliegen irgendwann. Da muss man vielleicht einfach auch sehr offensiv gehen, die dann kommen lassen. Sonst bekommst du einfach gar nicht mehr den Ball. Also wie, ich habe jetzt ja wirklich 3, 4 Real-Life-Minuten gefühlt, den Ball nicht gehabt. Laufen wir ineinander, das hatte ich auch nicht so schlau. Diehl nochmal auf außen. 1. Wartet auf Diehl. Und da ist Diehl. Aber abseits. Diehl hat 5-mal geschossen, der meiste bei Heidenheim. Niklas Dorsch, 0. Ja, ich merk's. Also ihr spielt ja auch nicht nach vorn. Den haben wir aber hoffentlich. Sollen wir das einfach auch mit denen? Oh nein, Baka Tukanda. Nein, 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 nein. Und da ist Konstantin Heide. Bring mal Panthea für Oliveira, der nicht mehr gut kann. Ist doch Ball gespielt. Ja, ist klar Ball gespielt. Panthea glatt rot. Ja, das ist, irgendwann ist es halt einfach auch einfach langweilig, den Ball nicht zu haben, ne? Das ist natürlich dumm für uns. Der Mann auch mit seiner zweiten glatt roten Karte. Jetzt sollte es ja mal ein paar Räume geben für Heidenheim, aber die Zeit bleibt nicht mehr. Das ist die zweite glattrote Karte. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also es passiert halt einfach dann gar nichts. Das ist halt auch irgendwie blöd, ne? Borsch. Er war stabil. Oh, Mansambi, nein! Mansambi hat sich glattrot geholt. Oh, das ist nicht gut für seine Entwicklung. Es ist gar nicht gut. Wir spielen jetzt hier unseren Stiefel natürlich runter. Da ist Diehl nochmal. Und da ist Moussa Yeo aus der Ferne. Letzte Minute läuft. Ja, 2 rote Karten, die hätten jetzt am Ende nicht sein müssen. Das ist auch okay. Wir hatten auch, glaube ich, letzte Folge, die hieß, ich habe ein Disziplinproblem. Das habe ich auf jeden Fall immer noch. Aber wir gewinnen 1-0. Wir gewinnen 1-0 und holen uns wichtige Punkte. Kriegen wir nochmal die Nachricht von Justin Diehl, der sich freut, dass wir ihn in einem Ohr geliehen haben. Sehr gerne, Justin. Kein Problem. Für dich immer. Und es geht als nächstes gegen den FC St. Pauli. Da werden wir dann aber mal schauen. Champions League Halbfinale auch Real gegen Bayern, sehr interessant. Wie wir das dann in der nächsten Folge bewerkstelligen, gerade ohne unsere beiden Rotgesperrten. Trotzdem eine relativ erfolgreiche Folge. Wir beenden das Ganze immer noch auf dem 4. Tabellenplatz hinter Hannover 96. Nee, hinter Schalke 04. Hannover weiterhin gewonnen. Dass es am Ende doch noch so hoch geht für uns, ist echt krass. Tordifferenz ist auch auf unserer Seite, sowohl bei Hannover als auch bei Schalke. Und viele Punkte sind es wirklich nicht. Und gegen Schalke spielen wir noch selber, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch, einen netten Kommentar schreiben. Und wir sehen uns dann bei der nächsten. Haut rein. Ciao, ciao.